Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen und zu meinem, ich glaube sogar zu meinem ersten Tutorial, was Minecraft direkt betrifft. Heute habe ich mal was Lustiges erfunden. Ich behaupte jetzt mal, dass ich es erfunden habe. Zumindest habe ich es sonst noch nirgendwo gesehen. Andererseits kann man da nicht wirklich von erfinden sprechen, weil es ist einfach simpel und einfach, aber ja, eigentlich ganz praktisch. Drauf gekommen bin ich, als ich ein Video gesehen habe, von, was wird irgendwas mit diesen Emergency-Kraft, oder wie heißt das? Ich bin gerade total, also wo man so Batterien auch und so alles hat, und da habe ich dann gesehen, irgendwas mit Cobblestone-Dinge, und da habe ich mir gedacht, hey, das geht doch eigentlich ganz cool, wenn man das immer so abbauen könnte. Und dann habe ich mir einfach mal dieses System hier überlegt. Es funktioniert ganz einfach. Ja, wir stoppen hier mal kurz das Wasser, damit wir hier runter sehen können. Hier befinden sich zwei Pistons. Außerdem machen wir hier mal das Ganze ein bisschen auf. Wir brauchen Glas. Din, 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 din. So. Dann können wir hier aufmachen, können wir da aufmachen. So, und ihr seht, über diesen Knopf aktiviert es die Pisten. Und dadurch gehen quasi die hier generierten Cobblestones nach oben. Und dann auf einmal schließt sich ein bisschen später das da durch die Verzögerung da. Und geht auch später wieder auf, sodass Lava erstmal nachfließen kann, weil Lava fließt ja langsamer als Wasser. Und somit kommen dann quasi langsam genug später eben die Lava hinterher. Das können wir nochmal da vielleicht ein bisschen von weiter oben anschauen. So, ungefähr, also hier ist es mit diesem super tollen Minecraft Singleplayer Comments, sag ich jetzt mal, nicht so gut zu zeigen, aber das macht eh nichts, weil ich hier gleich nochmal das gleiche vorbereitet habe und hier ein kleines ja, Tutorial mache, eben wie man es baut. Ist nichts schwierig, aber ja, ich habe mir einfach mal gedacht, doch, das machst du jetzt einfach mal, da habe ich jetzt Bock dazu. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Wir bauen es wieder so rum, nur wir bauen es diesmal nicht so kompakt wie hier, denn ihr werdet diese Welt eh zum Download bekommen, also könnt ihr euch jetzt auch runterladen und euch anschauen und so. Übrigens, diese Welt ist von Doc M, der hat die irgendwann mal 50x50 Chunks irgendwie so voll aus Half gesteppt, also es sind lauter Half-Steps, somit können hier keine Zombies und Monster spawnen, falls ihr die mal braucht. Den Link stelle ich auch unten in die Beschreibung, wenn ich nicht vergesse. Also gut, wie bekommen wir es das dahin? Hier baue ich es nach, nur ein bisschen einfacher und schlichter und nicht so kompakt wie hier, also mit unten alles, damit man nichts sieht, sondern einfach nur grob nachgebaut. Also, als erstens brauchen wir natürlich mal einen Graben, wo in der Mitte die Pistons sind. Und das war zu tief, da kommt die Pisten hin, da kommt die Pisten hin. Dann hier können wir eigentlich mal erst die Half-Steps lassen, ist ja noch wurscht. Die Pistons brauchen wir auch. Wir können natürlich auch das Ganze noch eins tiefer setzen und das dann quasi mit Sticky Pistons, quasi, dass das gleiche Material dann verwendet wird, aber ey, ich meine, das ist ein Cobblestone-Generator, das ist doch scheiß drauf, oder? Ganz im Ernst. Alter, ernsthaft, Halsmaul. Ja, wollte ich nur mal eben anbringen. So, wir machen es jetzt halt eben ein bisschen einfacher und nicht so schön, aber wie gesagt, ist ja nur ein Cobblestone-Generator und ihr könnt euch dann hier kann man es eben dann leichter verstehen oder erklären. Das ist eigentlich wurscht. So. So. Beziehungsweise hier machen wir eine kleine Torchen, damit es sich umkehrt. Und dann machen wir hier einmal einen Repeater auf volle 4. Und hier einen Repeater auf die 3. Wenn wir weniger machen würden, dann ist manchmal, dann da geht es zwar manchmal auch ganz gut, aber nach einer bestimmten Zeit kann es dann sein, dass auf einmal Obsidian entsteht, weil nämlich die Lava zu langsam nachfließt. Und deswegen eben auf, ja, 4 und 3 und dann haben wir hier noch einen und noch einen, also das reicht dann auf alle Fälle. Okay, dann fügen wir mal die Redstone-Leitungen von unten nach oben. Das geht eigentlich ganz einfach, wir brauchen halt hier zwei Repeater oder wir binden es von links und rechts an, aber wozu der Aufwand, Leute? Ist ja nur ein Cobblestone-Generator, richtig. Seid ihr schon richtig flugs hier. Okay, das machen wir mal ein bisschen anders, oder? Nee, 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 nee.
doch, machen wir. Denn ich möchte hier ganz gern den da hinsetzen und dann möchte ich natürlich das auch noch so verbinden. Und wir bauen jetzt einen Knopf. Erstmal wieder ausleeren. Ja, und ihr seht, zuerst geht das hoch und dann kommt das andere später hinterher, hält das Wasser zurück, bis da unten wieder rechtzeitig Lava nachgeflossen ist. Hoffe ich zumindest, dass das so stimmt. Ich baue das jetzt hier erstmal so zu. Das darf nicht sein, da müssen wir wieder aufmachen. Aber wie gesagt, das ist halt eh die schönere Version. Nur das ist halt die einfache und kompaktere Version. Naja, kompakt ist was anderes, kompakt ist eher das, aber ihr wisst, was ich meine. Also was fliege ich einfach doof rum. So, gut, dann brauchen wir erstmal noch für den Anfang hier zwei Steine, ist egal. Lava links, Lava rechts. Vorne kommt Wasser rein. Dann reißen wir das hier raus und jetzt kann es eigentlich eh schon losgehen. Wir können anfangen zu stapeln. Seht, die Piste geht unten hoch. Und ja, wir brauchen wieder Redstone. Denn ich möchte das Ganze nochmal gern woanders hinführen. Beziehungsweise von woanders zeigen. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Ist ja hier wie im Zweiten Weltkrieg. Da hat das auch nichts anders. So, nein, wir gehen daher. Genau. Würde ich schon sagen, oder? So. Und jetzt kann man hier vielleicht nochmal ganz gut sehen. Wenn ich hier drauf drücke, geht eben die Piste unten runter. Beziehungsweise die Piste geht hoch, drückt halt die ganzen Cobblestones nach oben. Die beiden Pisten schließen sich, sodass kein Wasser nachfließen kann. Denn wenn jetzt aus Versehen, das können wir ja mal machen, ein paar Dinge Delays zu wenig sind, dann kann passieren, dass das Wasser zu schnell wieder nachfließt. Wie gesagt, kann passieren. Manchmal läuft es eben auch noch gut. Schauen wir mal. Denn ich hatte schon ein paar Mal das Problem, dass dann auf einmal auf einer Seite Obsidian war. Und deswegen habe ich es eigentlich die Delays erhöht. Wobei es ja, wenn wir mal recht überlegen, eigentlich egal ist. Aber jetzt halt merken wir, es ist voll. Also das Deck kann nicht weiter hochgeschoben werden. Ich glaube, das müssten jetzt 16 sein oder so. Soweit ich weiß. Ja. Jetzt kann man natürlich das dann im Prinzip noch so machen, dass man die Lava quasi abdeckt mit weiteren Pistons. Da kann man zum Beispiel das so machen. Wobei das Ganze natürlich dann wieder von einer anderen Torch angesteuert werden müsste. Aber man hat halt jetzt die einfache Möglichkeit, die ganzen Cobblestones, ja, eigentlich abzubauen. Oder wir können ja hier mal ganz kurz was anderes noch bauen. Was ganz Fluffiges fällt mir hier gerade ein. Dann Teil hin. Dann Teil hin. Wobei das auch wieder nicht geht, oder? Wobei das eh nicht sein muss, denn wir brauchen es ja so, genau, so, 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 dann so und so und so. Genau, jetzt haben wir es genau andersrum. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann können wir die Cobblestones noch weiter wegschieben. Und somit haben wir quasi hier unendlich Platz für unsere Cobblestones. Im übertragenen Sinne. Denn irgendwann ist natürlich der Stack auch fertig oder voll. Aber den kann man dann natürlich dann vorne viel leichter und bequem abernten. Weil hier natürlich dann das Problem mit der Lava nicht mehr besteht, dass die Cobblestones dann eventuell in die Lava fallen. Man könnte sie auch nochmal umleiten und dann wieder in die andere Richtung oder so fahren lassen. Ihr seht, hier sind eigentlich relativ viele Möglichkeiten, aber das war ja schon immer so bei Sticky Pistons. Jetzt frage ich mich gerade, wenn oben dann nichts mehr geht, was dann passiert.
Ja, jetzt geht nichts mehr. Und jetzt habt ihr gesehen, unten hat sich's nach rechts und links ausgebreitet. Ja, ist im Prinzip ein automatischer Schutz. Somit kann nämlich quasi nichts mehr passieren. Dann, wenn das nämlich der Fall ist, ist nämlich automatisch hier alles voll. Oder es lag am Delay. Das lag jetzt garantiert am Delay. Da bin ich mir zu 95% sicher. Das lag jetzt direkt am Delay. Oha. Cool. Okay. Aha. Ja, es lag am Delay. So, und jetzt haben wir natürlich das lustige Teil. Jetzt kann nämlich auch noch nach oben was kommen. Das heißt, im Prinzip könnte man hier einfach nochmal das gleiche, einen Teil drüber bauen. Man könnte Ewigkeiten hier zum Beispiel ganze Spawn-Etagen bauen. Oder halt einfach schön immer den Cobblestone abernten. Und ja, so bekommt man auf alle Fälle viel Cobblestones zusammen. Kann sie schön transportieren und ja, wie gesagt, das ist natürlich hier die bequemere Art. Ich mache nochmal kurz Tag, damit ihr auch was seht. Das ist nicht die bequemere, aber es sieht halt schön aus. Und ja, man sieht halt nicht so viel, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze auch noch in einer... Gut, das da ist halt jetzt natürlich ein bisschen blöd, das machen wir nochmal kurz weg. Ich darf aber nicht vergessen, dass jetzt da vielleicht dann gleich das Lava-Teil runterfließt, ja. Da war ich schon wieder schneller als alles andere. Peters haben wir noch, 3. So, und ja. Wenn man sich jetzt eben mal zum Beispiel denkt... Was denken wir uns denn? Ich würde mal sagen, wir denken uns sowas. Wobei, es kann ja noch cooler sein. Wir machen einfach hier die Mauer. Oder es kann auch einfach nur eine Cobblestone-Wand-Mauer sein. Dann erkennt man nicht mal richtig was. Aber wir wollen jetzt erstmal hier im Tutorial was erkennen und deswegen mache ich es mal kurz so. Genau. Und dann kann man, cool, das ist natürlich jetzt blöd, weil die jetzt immer noch höher steigen. Machen wir noch 3 hier. Noch 3 hier. Und hier dann 2. Und hier dann 1. Ja, zack. So. Und ihr seht schon, hier kann man dann ganz einfach draufdrücken und ja, man sieht nichts, aber es geht halt in die Höhe. Und jetzt habt ihr gemerkt, es ist wieder ein Fehler passiert. Warum das denn? Seit wann reichen die Delays nicht? Brauchen wir noch ein Teil Delay mehr? Oder wie sehe ich das? Das wundert mich jetzt gerade. Das war auf der rechten Seite. Gut, haben wir halt noch ein Delay rein. Mir auch wurscht. Da setzen wir wieder Redstone hin. Flieg halt hoch, du langsames Teil. Dann hacken wir hier mal wieder kurz ab. Und machen nochmal einen Durchgang. Und los geht's. Jo. Sieht jetzt auf alle Fälle schon recht gut aus. Ich denke, so dürfte es am besten sein. Woran liegt das? Jetzt ist es zu viel, oder wie? Ja, ich denke schon. Jetzt ist es eindeutig wieder zu viel. Ah man, das Teil versaut mir hier das komplette Tutorial. Aber warum ist dann vorher das Teil rausgekommen?
So. Nochmal alles abreißen. Nochmal da einen Block hin. Nein, so war es nicht geplant. Genau. Okay. Let's try it das letzte Mal. Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Wir müssen einen Timer einbauen. Oder? Kann das sein? Ich glaube, wenn man es zu schnell macht, man muss immer bis zum Zischen warten. Oder man baut eben so einen kleinen Timer ein. Ja, ihr seht schon, hier gibt es noch viele weitere Verbesserungen und Möglichkeiten, wie man das Ganze machen könnte. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein anderes, verbessertes Tutorial. Das war jetzt, ist mir jetzt eben vor einer halben Stunde eingefallen oder so, dieses System. Und ihr seht schon, jetzt sind wir am Maximalpunkt angekommen. Dann könnte man sich hier eine kleine Plattform bauen und oben die Cobblestones wieder abreißen. Wie gesagt, keine schlechte Idee, finde ich. Also, kam ja auch von mir nicht. Scheiße. Okay. Wer einen guten Psychiater weiß, der... Ja. Nein, also. Die Welt stelle ich unten zum Download rein. Ich weiß, das wird nicht recht viele geben, die sich so runterladen. Ist mir jetzt aber mal egal. Die andere Welt, wo man sich diese Welt hier komplett runterladen kann, stelle ich auch unten rein. Das kann sein, dass das ein paar mehr runterladen. Ist mir aber auch egal, weil habe ja nicht ich hochgeladen. Wem es geholfen hat, sage ich jetzt mal, oder wem die Idee gefällt, freut mich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, freut mich auch sehr, denn wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, weiß ich auch, dass es wenigstens halbwegs gepasst hat. Wie gesagt, ich werde vielleicht nochmal in naher Zukunft nochmal das Ganze ein bisschen automatischer machen oder so. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei noch so herauskommt. Bis dahin, tschaußen! Ja, das war ein scheiß Endmove, also machen wir nochmal einen neuen. Aber es kommt eh gleich erstmal noch ein Outtake. Also, bis gleich. Tschaußen. Ach Gott. Ich bin so fertig. Fuck. Oh, das ist ein Outtake. Wie geil. Do 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 subscribe.